Hallo lieber Löwe und willkommen zu deiner Tarot-Botschaft für die zweite Monatshälfte im Mai, den Zeitraum vom 16. bis 31.05. Ich bin Daniela und wir schauen direkt in die Karten für den Löwe und ich habe hier Kutumi gezogen und Kutumi steht immer für Weisheit und erhüllt dich hier wie in einen Umhang, in einen Mantel der Weisheit und er sagt, du kennst bereits die Antworten, die du suchst und du sollst dem vertrauen, was du weißt. Und das allein ist ja manchmal schon eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ja, du kennst die Antworten auf deine Fragen. Vertraue dem, was du weißt. Und dann habe ich hier den Salat. Und da geht es um... ja, um das, was du dir wünschst. Wir schauen weiter in die Tarotkarten für den Löwe. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist wieder die Aufgabe, das Thema, die Herausforderung. Die zweite, der Rat der geistigen Welt. Und die dritte, ein mögliches Ergebnis, das immer mit dem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. Wir haben hier die Prinzessin der Stäbe. Und die Prinzessin der Stäbe... die geht ihren Weg, was ihre Wünsche angeht. Ja, sie öffnet sich quasi dem Weg, auf dem sich ihre Wünsche erfüllen. Sie nutzt ihre Schöpferkraft, streift ihre Angst ab und die Dinge, die ihr nicht mehr dienlich sind, verbrennt sie hier auf dem Altar der Leidenschaft. Wir haben hier die Prinzessin der Schwerter und den Stern. Ja, das hat für mich fast schon so ein bisschen eine Wunscherfüllungsenergie, vorausgesetzt, du vertraust deinem inneren Wissen in Bezug auf deine Wünsche und auf die Realisierung deiner Wünsche. Und wir schauen ein bisschen tiefer hinein in diese erste Karte. Ja, also hier sind immer irgendwelche Ängste und Einwände da und Weisheit. Ja, die Weisheit, für die Kutumi steht, die hat nichts damit zu tun, was in unserem Kopf ist. Weisheit ist immer etwas, das kommt aus uns heraus. Weisheit haben wir manchmal in früheren Leben erworben, ja, sodass wir Erfahrungen in früheren Leben gemacht haben, auch in der Vergangenheit gemacht haben, woraus wir gelernt haben. Und aus diesem Lernen der Dinge, die passieren in dieser Welt, entsteht Weisheit. Und auch wenn die Zeiten sich unterscheiden, gibt es immer Parallelen. Ja, ich sage immer, dass die Lernaufgaben in allen Zeiten sich immer sehr ähnlich sind, nur dass sie eben einfach ein anderes Gesicht haben. Ja, und von dem her, ja, geht es wirklich darum, dass du hier deinem inneren Wissen vertraust, deinen Inspirationen vertraust, ja, dem vertraust, was deine innere Stimme dir sagt und nicht auf die Zweifel hörst, ja, die dein Kopf dir immer wieder einredet, die möglicherweise auch die Gesellschaft dir einredet, nahestehende Menschen dir einreden. Ja, es gibt ja immer, man sagt, wenn jemand etwas will, der findet Wege und wer etwas nicht will, der findet Gründe. Ja, und das hier ist jemand, der Gründe findet, ja. Er nimmt hier aber auch den einen klaren Gedanken und wehrt sich gegen das Monstrum, was er Kraft seiner Gedanken erschaffen hat, ja. Und der Rat der geistigen Welt an den Löwe ist, mach nicht alles kaputt. Mach nicht alles kaputt, wofür du hart gearbeitet hast, wofür du jahrelang dich bemüht hast, ja, irgendwo. Lass dir vor allem auch nicht deine Wünsche und deine Träume zerstören, ja, lass es einfach nicht zu. Und was ich hier eben sehe, ist, dass du die Chance hast, wirklich diesen Zweifeln und diesen Tendenzen, die dich von deinem Weg abbringen, ein für alle Mal da die Tür zuzumachen, sodass du hier in Richtung der Sonne gehen kannst und einfach auch in Richtung der Wunscherfüllung, ja. Und manchmal ist wirklich so dieser stärkste Feind in uns selbst, ja. Viele nennen es auch Ego
Und das Ego ist eben oft die Instanz in uns, die uns im Leiden hält, die uns nicht weiterkommen lässt, die einfach verhindert, dass wir unseren Träumen nachgehen, ja, unsere Pläne umsetzen, unsere Träume in die Tat umsetzen. Wir haben hier noch die zweite Kelche, die Liebe. Also für die Single-Löwen, die auf der Suche nach der Liebe sind, ist auch das hier eine sehr positive Kartenkonstellation. Und der Stern ist einfach immer eine Wunscherfüllungskarte, ja. Also diese beiden Dinge hier mit dieser Karte und auch der Prinzessin der Stäbe, das ist einfach eine absolute Wunscherfüllungskonstellation. Und dabei ist die zwei der Kelche, die Karte der Liebe, ja nicht nur die Karte der Partnerschaft und der physischen Liebe, ja. Das ist einfach eine Karte, die zeigt, dass etwas in unser Leben kommt, was von oben gesegnet ist, ja. Was uns wie auf den Leib geschneidert ist, ja. Dass sich Herzenswünsche erfüllen, dass sich positive Dinge in unserem Leben manifestieren. Aber du musst einfach so diesen Kopfenergien wirklich die in der Ecke verweisen und dann die Tür zumachen. Ja, dass einfach dieses Denken dir nicht im Weg steht, auf dem Weg deine Träume wahrzumachen. Und der Stern an sich ist eine Wunscherfüllungskarte. Wir haben hier auch immer den Nordstern oben mit bei, der uns eben die Richtung anzeigt, in die wir gehen sollen. Und das ist eben genau die Richtung, in die die Prinzessin der Stäbe hier auch geht, ja. Die Prinzessin der Stäbe hat den Stab in der Hand mit dem Sonnensymbol obendrauf, ja. Und von dem her, die Richtung ist eigentlich schon ganz klar. Und Kutumi sagt, ja, du kennst die Antwort bereits. Vertraue dem, was du weißt, ja. Und wenn du deinem inneren Wissen vertraust, dann brauchst du das hier nicht. Dann ist das hier einfach nur Lärm und Schund in deinem Kopf, der dich davon abhält, deinen Weg zu gehen. Und das ist einfach menschlich. Wir Menschen, wir haben diesen Intellekt, ja. Und der Intellekt, das ist ganz gut, dass wir ihn haben, aber er ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr, wie man so schön sagt, ja. Und von dem her, das menschliche Ego war niemals dafür gedacht, uns durch diese Welt zu führen. Das hat irgendwann die Rolle übernommen, unser Anführer zu sein innerlich, und das macht es eben nicht besonders gut. Ja, die Instanz, die uns durch diese Welt führt, ist einfach, ja, die Stimme unserer ewigen unsterblichen Seele und nicht das Ego. Das Ego ist quasi eine Instanz, die ein Vetorecht hat, die eben sagen kann, hör mal, bin hier inkarniert in physischem Körper und das wird mir jetzt gerade zu viel, mach mal ein bisschen langsamer. Aber eigentlich, die Instanz, die die Zügel in der Hand hält, ist immer das Licht unserer Seele und niemals das Ego. Und ich habe hier den Schmetterling, ja, das Auftauchen und hab Vertrauen, ja, spring vielleicht auch ein bisschen ins kalte Wasser und vor allem vertraue den Antworten, die du weißt, vertraue deiner inneren Weisheit. Ja, lieber Löwe, von dem her sehr, sehr schöne Karten für dich hier in dieser zweiten Monatshälfte. Wie gesagt, eine absolute Wunscherfüllungsenergie, Wunscherfüllungskonstellation hier für den Löwe, vorausgesetzt, ja, du schaffst es, diese hartnäckigen Zweifel in deinem Kopf auszuschalten. Ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.